Hallo ihr Lieben, ich habe hier eine feine Box bekommen von Beauty Love und das ist die Muttertagsbox von der Barbara Box. In der Seite steht es nämlich drauf. Machen wir mal auf. Also die konnte man extra bestellen. Vielleicht kann man noch, ich weiß nicht. Ist ja noch nicht Muttertag. Schauen wir mal rein. Und ich bin übrigens Renate. So. Immer noch. Habe ich das schon gesagt? Nee. Aber das weiß jeder. Nee. Ja. Das weiß nicht jeder. Kann ja sein, dass sich jemand hierher verirrt und denkt dann, ja, die sagt nicht mal, wie sie heißt. Ich weiß, wer da gleich drin liegt. Unser Katzen. So schaut's aus. Da steht aber nur Barbara-Box drauf. Sind wir mal gespannt. Also es hat sogar dabei gestanden, was drin ist, aber ich weiß es nicht mehr. Lassen uns aber also überraschen. Ein schönes Satinstreifen. Also wir sind heute nicht alleine hier. Kater Sammy ist, weiß ich nicht wo, hat sich verkrümmelt. Der ist draußen. Nee, der ist irgendwo da. Der schläft. Also mein weltbester Ehemann ist hier. Mir zuckt mir die Nase. Toll. Dann erfährt man was Neues, ne? Oder wie war das? Ja, und meine liebe Schwägerin ist da. Sie ist nicht zu sehen und sie sagt anscheinend auch nichts, aber sie ist da. Ich habe also heute sozusagen Publikum. Sonst guckt sie die Videos ja immer, aber heute ist sie mal live dabei. Und dieses Bändchen, das weiß sie jetzt auch, dass sie auch bastelt, ist also wirklich wertvoll. Das kommt ins Bastelzimmer. Bändchen brauchen wir immer beim Basteln. So ein schönes Satinbändchen. So, machen wir mal den Klebi auf. Und, tada, Muttertagsbox. Ich bin ja eine Mutter. Mensch, liebe Schwägerin auch. Ja, habe ich mir selber geschenkt. Naja, eher ich. Nein, ich habe die bestellt. Du hast die bestellt, aber bezahlt habe ich sie. Nein, die habe ich von meinem Geld bezahlt. Ja, wir haben nicht mein und dein, wir haben unser. Und deshalb, ja. Mir war danach. Ich habe ja keine Mama mehr, die ist ja im Juli letztes Jahr gestorben und meine Schwester auch und meine Schwiegermutter, die würde sich nicht darüber freuen, über so eine Box, die bekommt was anderes. Auf jeden Fall habe ich mir das selber geschenkt. Mother's Day, warum heißt kaum, schreiben wir denn nicht Muttertag, das ist auch eine deutsche Box, aber egal, Mother's Day Edition. So, viel Spaß mit dieser ganz besonderen Box, sagt die liebe Barbara. Der zweite Sonntag im Mai gehört den Frauen, die zweifelohne zu den tollsten, stärksten und bewundernswertesten gehören, den Müttern. Na siehste. Okay, dann schauen wir mal, was haben wir hier? Eine Karte. Eine Karte mit nichts drauf. Und da, Familie, ist da, wo das Leben beginnt, das Glück zu Hause ist und die Liebe niemals endet. Menschen, die sich am besten kennen, am meisten vertrauen und immer unterstützen. Ein bunter und lustiger Haufen, der manchmal ganz schön nervig sein kann und dennoch einfach unersetzlich ist. Das ist die Definition von Familie. Und dann noch eine kleine Karte für ein großes Danke. Und noch ein 15% Gutschein für Jungglück. Reine, natürliche und wirkstoffbasierte Pflege für Haut und Haare. Da ist vermutlich dann hier was drin. 15% mit dem Code Barbara15. Vergesst nicht, bei Skin Natur gibt es 10% mit dem Gutschein Renate10. ich verwende ja momentan die wunderbare vegane Naturkosmetik von Skin Natur und das ist wirklich klasse. Demnächst kommt wieder ein Offenbarungsvideo, wo ich mich also wieder abschminke und meine nackte Haut zeige, wie neulich schon mal. So, was haben wir hier? Eye Contour Pencil von Barbour, ein Barbour Stift. Oh, toll. Barbour ist wirklich klasse. So. Und der ist butterweich. Aber wirklich butterweich. Kannst du auch zum Basteln benutzen. Ja, kann man auch, ne? Was ist da hinten? Ah, damit kann man es dann verwischen. Also heißt ja hier Eye Contour, aber man könnte ja auch Kajal sagen. Ne? Da.
Sehr schön. Und ganz weich, also das habe ich schon anders erlebt. Das ist hier ein ganz weiches Schwämmchen. Sehr schön. So, wir schauen mal, was es kostet. Such, such, such. Hier. 13,90 Euro. Mit schwarz-grau. Da steht aber 01 Black. Na gut, wenn man es dann verwischt, dann ist es grau. Nehmen wir es mal so. Okay, dann haben wir hier von Sanssouci auch was ganz Feines. Ein Beauty-Elixier. Mattierung. Ultra-Matt-Serum für alle Hauttypen. Schauen wir mal an. Das mit so einer Pipette. Sehr hübsch. Scheint sehr dickflüssig zu sein. Da muss man auch schütteln. Wie gesagt, ich schüttel alles, was schüttelbar ist. Sehr schön. Aber das wird momentan nicht verwendet. Ja, genau. Es ist so schön. An meiner Haut kommt momentan nur Skin Natur. Naja, und vielleicht schon mal so eine Fließmaske. Und eine Augencreme. Aber sonst momentan nur Skin Natur. Wirklich, um zu zeigen, wie macht sich meine Haut. Aber schön. Und das kostet bestimmt auch eine Menge. Schauen wir mal. Das will nicht. Das muss aber. Ja, Sanssouci. 21,50 Euro. Geht ja. Haben wir schon schlimmer erlebt. Haben wir schon viel Schlimmeres gehen. Ja, viel Schlimmeres. Ist ja mit Gurkenextrakt, Süßholzwurzel und Thermalmasse. Thermalwasser. Wasser. Mein Mund ist so trocken im Moment, wo wir von Wasser reden. Ja, so. Nächste, eine Handcreme von Jungglück. Hautpflege 50 Milliliter. Ich habe Jungglück noch nie gehört, außer eben bei dem Gutschein. Ich habe auch Handcreme noch nie in der Form gesehen. Handcreme, Hautpflege von Jungglück. So, das ist aber genauso ein Verschluss wie bei Skin Natur, ne? Bei der Tagespflege. Da ist was gekommen. So, wenn du in der Handcreme bist, dann bist du hier richtig. So. Und riecht. Also ich würde meinen, irgendwie nussig. Aber was weiß ich schon. Und gleich sage ich, wie das riecht. Das steht bestimmt hier, was ich riechen soll. Bestimmt. Da ist sie. So. Kostet 20 Euro. Für 50 Milliliter. Ja. Die nährende Handcreme mit Rizinusöl, Aloe Vera, pflanzlichen Proteinen und Shea-Butter. Shea-Butter, das könnte es sein, dass ich das rieche. Bindet nachhaltig Feuchtigkeit und zieht schnell ein. Sie schützt die Haut an ihren Händen effektiv vor dem Austrocknen und kommt ganz ohne Duftstoffe aus und andere unnötige Zusätze. Damit ist die Handcreme bestens für alle Hauttypen geeignet. Ja. Ich rieche irgendwas Nussiges. Die ist recht gut eingezogen, ja. Aber es glänzt, ne? Es glänzt total. Weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Aber ich liebe Handcremes. Deshalb ist schon gut so. Ja. Bis auf den Preis. 20 Euro. 20 Euro ist echt viel für eine Handcreme, ja. Finde ich. Ne? Gibt so gute Handcremes, die preiswerter sind. Zum Beispiel von Jean und Len, die liebe ich sehr. Ja. Was nehme ich jetzt Schönes? Das. Wow, das ist was Großes. Ach so. Ja, ich glaube, das ist mein 6. Weißt du schon, was es ist? Ja, ein Jade-Roller. Ja, diesmal kein Jade, sondern Rosenquarz. Noch besser. Ja, ich habe die meisten verlost inzwischen. Ja, der ist wirklich schön. Der liegt bestimmt auch, ist auch mit, wirklich schön mit
Sind ja sogar zwei. Nein, doch, der Kleine ist immer dabei. Ja, ein Kleiner und ein Großer. Ja, ist immer so. Mit dem Kleinen machst du unterm Auge. Ja. Hast du eigentlich einen? Möchtest du einen? Das ist schön. Guck erst, was der kostet. Tja, du kennst ihn ja, nicht wahr? Hör mal, die Kostkarten hier, die waren gar nicht für umsonst. Die drei Stück kosten 4,95. Die haben einen Knall. Die haben aber wirklich einen Knall. Bitte. Wie viel ist denn 5 durch 3? 1,75 € oder sowas, ja, ne? Ja, 1,65. Weißt du, was ich da für Karten für bastel? Ja, das ist. Das ist ein Witz. Ja. Ich bin entsetzt. Derjenige, der die verkauft, der kann das Lachen nicht sein lassen. Ja, die sind natürlich von Barbara Box selber. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Wir wollten gucken, was der geht, wirklich. Da haben wir schon teurer gesehen. 14,99. Du darfst ihn gerne haben, wenn du möchtest. Das ist wirklich schön. Du machst also kannst ja Lymphen damit, ne, im Gesicht. Mit dem Kleinen natürlich unter den Augen, immer nach außen alles, ne? Und alles so. Und der ist ja immer kalt. Brauchst nicht Kühlschrank gehen, der ist ja immer kalt. Das tut richtig gut. Wirklich. Ja. Und der, pass auf, hier steht ja, der Natur zuliebe besteht dieser Rosenquarzroller aus natürlichen Rosenquarzstein, ist also wirklich gut, ne? Der seit vielen Jahrhunderten als Heilstein bekannt ist. Ach, jetzt stoppt euch aber auch noch. Dank seiner ovalen Rollen ist er ideal für entspannende Massagen der sensiblen Gesichtshaut und zum intensiven Einarbeiten von Pflegeprodukten geeignet. Eine Massage mit dem kühlenden Rosenquarz belebt und entspannt gestresste Gesichtshaut und müde Augenpartien. Tada! Schenke ich dir. Dann ist er ja auch was für mich. Du darfst meinen mitbenutzen, wenn du möchtest. Mein Jade-Roller. Nein, ich will meinen eigenen. So, ich habe noch einen. Ich weiß. Kannst du gerne haben. Also, der ist schon mal weg. Aber wir müssen ihn gleich noch mit fotografieren, finde ich. Ne? Ja. Muss also wieder rausrücken jetzt. Dann haben wir Aquacolonia, also echt Kölnisch Wasser. Ne? Kennt ihr das noch früher? Nee, so alt seid ihr alle gar nicht. Ne? Aber früher war es so, man machte ja Bustouren. Jetzt hatten die wenigsten Leute selber ein Auto und dann machte man Bustouren. Da war bestimmt irgendeine alte Oma oder Tante, die dann so ein großes Fläschchen Kölnisch Wasser, echt Kölnisch Wasser, 4711, auspackte auf ein Stofftaschentuchmiss. Und dann kriegte man das, je nachdem wie das Verwandtschaftsverhältnis war, durchs Gesicht gewaschen. Und es wurde verteilt und abgetupft und der ganze Bus roch danach. Und ich finde es so ekelhaft. Ich kann gar nicht sagen, wie ekelhaft ich das finde. Ja. Naja, aber wir hatten dem Letz von 47. Genau, das ist jetzt, das sind ganz neue Düfte. Eben. Die sind gut. Ich muss noch mal einen Schluck Wasser trinken. Mein Wasser ist fast alle. So viel habe ich geredet. Also die neuen Düfte sind wirklich ganz was anderes als dieses Original. Parfüm aus. Also, aus eigentlich Polizei. Heißt es ja Parfum. Aber hier in Köln heißt es Parfüm. Parfüm. Ne? Weiß ich nicht. Heißt es Parfüm? Jawohl. Hier heißen viele Dinge anders als anderswo. So. Also die Flasche ist eindeutig nachempfunden der alten Flasche, aber nur nachempfunden. Ich habe übrigens hier noch einen Strich, weil wir vorhin Action ausgepackt haben und dann habe ich einen der Stifte und der hält gut. Der hält wirklich gut. So, jetzt dufte ich hier in den Raum. Achtung. Kam noch gar nicht. So jetzt aber. Doch, riecht sehr gut. Riecht sehr angenehm. Kriegt ihr was davon mit? Das kriegen wir. Kriegt ihr was davon mit? Ja. Und? Ich sag euch, wonach das riecht. Goji und Kaktusextrakt. Ja, hätte ich jetzt auch gerochen. Lügner. Nein, ehrlich. Schwägerin durch zusammen. Also ich sehe ja förmlich die Kaktusse vor mir. Kaktusse? Kaktusse. Wie es im Duden steht, ne? Kaktusse, jawohl. So heißt das in Köln, Kaktusse. So, da
haben wir also dieses prickelnde Eau de Cologne weckt sommerliche Gefühle. Kraftvolle rote Elemente der Goji-Beere ergeben zusammen mit intensiven Extrakten des Kaktus eine aufregende Duftmischung. Ein beschwingendes Dufterlebnis, das man wieder und wieder erleben möchte, meine Herren. Für noch mehr Erlebnisse entdecken Sie auch die anderen Varianten dieser einzigartigen Duftkollektion. Das ist, glaube ich, meine dritte Sorte jetzt von dem neuen Aqua Cologne. Ja. Die sind wirklich alle angenehm. Ach hier, da sind sie alle aufgereiht. Aber ich weiß nicht, ob irgendjemand wirklich das alte 4711 echt Kölnisch Wasser mag. Man hat es natürlich dann auch immer verschenkt, wenn man jetzt in Sauerland fuhr zu den Verwandten oder in die Lüneburger Heide. Was brachte man mit? Natürlich so eine Geschenkpackung mit einem Stück Seife und so einem Spray. Die gab es ja auch früher in jedem Laden, lagen die rum. Ja, ja, hier in Köln. Ja. Ja. Und dann war das so in Satin eingeschlagen, die Box innen mit Satin eingeschlagen und dann passte genau die Flasche und das Stück Seife. Und das lag dann bei den Leuten auf alle Ewigkeit so rum. Das hat, glaube ich, niemals jemand benutzt. Nie. Vielleicht in die Wäsche gelegt, aber ich glaube, wenn man heute noch sowas hat, ne, so original verpackt, ich glaube, das ist schon wieder eine Rarität und könnte man dann zu Bares für Rares oder wie das heißt bringen. Ja. Habe ich gesagt, was das kostet? Natürlich nicht. Ich habe wieder Anekdoten ausgepackt. Das kostet, 50 Milliliter kostet 14,95 €. Falsch. 22,50 €. Es sind sehr viele Schnipsel. Da, da. Oh. Das ist aber bestimmt für innere Anwendung. Das ist für innere Anwendung. Eckes edler Eierlikör. Ja, das ist doch was für dich. Ja. Alle Jubeljahre. Und stell dir mal vor, das mit Walnusseis. Und dann was Eierlikör darüber. Nein. Nein. Ja. Ich nicht. Nein. Neulich war doch irgendwo, war das nicht auch bei der Barbara Bob, so ein kleines Fläschchen? Waren da zwei kleine Fläschchen? Der Barbara Baileys, glaube ich. Ne? Nein. Nein. Eierlikör. Cool. Ist, glaube ich, ein halbes Jahr her, da war irgendwie zwei Flächen Eierlikör. Und dann habe ich einen Tag das und irgendwie eine Woche später das zweite davon und hatte jeweils die Lampen an, sozusagen. Weil wir normalerweise keinen Alkohol trinken. Aber Eierlikör ist nicht so richtig Alkohol, oder? Nein. Das zählt nicht. 20%. Ja, also ich werde eine ganze Weile daran trinken, aber ich glaube, das ist echt lecker. Das ist mehr so eine Süßigkeit, wollen wir ehrlich sein. Und schon mit 14 durfte ich Eierlikör trinken, nämlich mit Limonade, weil es ja dann kein Alkohol mehr ist. Ja, also meine Freundinnen von nebenan und ich, wir kriegten tatsächlich eine Flasche Eierlikör und Limonade, wenn die Erwachsenen Geburtstag feierten oder so. Und wir durften dann uns mit dem Eierlikör mit Limonade vergnügen. Ja, das war damals so. Hat sich keine Gedanken drum gemacht, dass das ja auch Alkohol ist, glaube ich. Eierlikör ist kein Alkohol. Ist es wohl, aber irgendwie hat man das wohl damals gedacht. So, das kostet 2,99 € für 200 Milliliter. Ist das 200 Milliliter? Ja. Der verführerisch cremige Eckes edler Eierlikör eignet sich perfekt für den puren Genuss. Ja, auch auf Desserts und Eis. Ja, aber das wollen wir nicht. Ein kleiner Schuss Eckes Eierlikör in einer Kaffeespezialität. Ich mag keinen Kaffee. Es kostet 2,99 € und ich glaube, hier ist noch was drin. Ja, noch zwei Teile. Das ist erstmal von Maria Galant. Lift Expert Creme. 20 Milliliter. Doch so viel. So eine tolle Tube. Lifting Creme. Gesicht, Hals und Dekolleté. Nicht sehr oft, aber dann ist es nämlich alle. Ne? So, und das kostet Maria Galant. Ich wünschte wirklich, irgendjemand anders würde immer das Heftchen durchsuchen. Und ich könnte einfach nur sitzen und dummes Zeug reden. So, Sondergröße 20 Milliliter. So was meinst du, was das kostet? Also das hier. Also meistens sind so kleine, so 20 Milliliter, 10 Milliliter sehr teuer. Ich denke mal 39,99 €.
Das war echt nah dran. 42 Euro. Siehst du? Auch die haben einen Knall. Wer kauft das? Jetzt mal ehrlich. Also die Verkaufsgröße ist ja dann offenbar größer. Und entsprechend teurer. Wer kauft denn das? Leute, die zu viel Geld haben. Ich meine, ich freue mich immer natürlich, wenn man dann sowas mal probieren darf. Aber ich würde das nicht tun. Nee. So, das ist 660 Creme Lift Expert von Maria Galant Paris. Galant heißt sie dann wahrscheinlich. Ne? Angereichert mit einer neuen Generation von Anti-Aging-Peptiden und Eisweinextrakt kann die Lift- und Gesichtscreme die Zellregeneration sowie die Bildung von Kollagen und Elastin anregen. Naja, da kann man auch den Eiswein direkt trinken. Pur. Oh, hast du gehört? Hast du ihn schon mal Alkohol trinken sehen? Genau. Eben. Ja, hast du mir schon mal die Lifting-Creme gesehen? Möchtest du die haben? Nein, danke. Hör mal, dann siehst du noch jünger aus. Nein, ich möchte nicht jünger aussehen. Ich habe mir jede Falte verdient. Das ist mein Spruch. Ja, 42 Euro, ich finde das schon echt toll. Das ist sehr 20 heftig. Milliliter. So, und noch eins ist dran. Oh, wie Freude, Freude, Freude. Barbour-Ampullen. Barbour-Ampullen sind meiner Meinung nach die besten Ampullen, die es gibt. Wirklich. Das sind dreierlei. Einmal Beauty Rescue, dann Perfect Low und dann Lift Express. Hast du schon mal Ampullen benutzt? Echt nicht? So, soll ich erst gucken, was sie kostet, bevor ich es ihr schenke? Ich schenke es dir trotzdem, egal. Das ist teuer, ich weiß. Aber so, es geht. Es sind ja drei Ampullen, A2 Milliliter, 2 Milliliter, 16,10 Euro. Jetzt verglichen mit dem, er ist zur Salzsäule erstarrt. Ich habe es befürchtet. Soll ich es direkt zuschmeißen? Dann gehen die Ampullen kaputt. Da müsste auch so ein Ding dabei sein, um die abzuhören. Du weißt, wie es geht? Sehr gut. Knick. Wenn kein Ding dabei ist, dann nimmst du ein Kosmetiktuch. Nicht, dass du dich schneidest, ne? Und da ist also genug drin, dass du morgens und abends das dann vor der Creme, nicht nach der Reinigung, vor der Creme. Bitte weitergeben. Ah nee, muss mir noch knipsen gleich, ja, hast recht. Ja. Ja, das war's. Das war's. Das war die Muttertagsbox. Wenigstens haben sie einen Alkohol dazu. Nein, ich find's wirklich eine ganz schöne Mischung. Ne? Meine Mutter hätte es jetzt nicht haben wollen. Nee. Die Schwiegermutter auch nicht. Aber wir freuen uns jetzt, ne? Gibt zwei Produkte für dich. Und ich habe tolle Handcreme, teure Handcreme. Und Sanssouci, Lifting und das teure Zeugs. Und das Parfum. Möchtest du das haben? Nein, steht nicht drauf, ne? Den Eierlöcker kriegst du nicht. Das jetzt, man könnte sich da sowas auch kaufen, ne? Aber will ich gar nicht. Ich finde das schön, ab und zu mal sowas kommt, reicht dann. Ja, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt unseren Blödsinn ertragen. Wieso unseren? Deinen? Ja. Aber du, mitgehangen, mitgefangen oder umgekehrt, mitgefangen, mitgehangen. Nein. Unsere nicht waren. Nein. Ja. Ich bin nur der hinter der Kamera. Ich habe mit dem Blödsinn nichts zu tun. Du redest auch Blödsinn. Nein. Deshalb passen wir ja so gut zueinander, ne? Okay, ihr Lieben. Jetzt mache ich es wieder. Pass auf. Zack. In einer Bewegung. Wird immer besser. Hab geübt. Macht's gut, ihr Lieben. Bis demnächst. Tschüss.